Hallo, meine Damen und Herren. Willkommen in der Reisegruppe der Reiseveranstaltung No Man's Sky. Sie erkennen das Gebäude sicherlich wieder. Wir sind hier auf einem kleinen Ausflug, den Atlas Pass V2 zu finden. Dies ist eine Operationszentrale und in die werden wir jetzt gemeinsam einbrechen. Los geht's! Ja, letzte Folge war ja irgendwie nicht so von Erfolg gekrönt, sag ich mal, durch Bug, was auch immer es war. Diese Folge wird hoffentlich ein bisschen besser. Oh, da hat schon eine drin gewartet. Kuckuck. Und du kriegst auch noch deinen Teil ab. So, und die letzte ist hier drüben. Sehen wir die? Oh, die ist wieder drin. Wie kann denn die drin sein? Sie hinter der Tür oder da? Hm, schön. Egal. Gut. Dann Guthabentransfer. Welche Einheiten sind auch deaktiviert? Hier gibt es noch ein Wort zu lernen. Sehr gut. Dumm. Ja, dumm. Komme ich mir auch vor hier. Verdammte Axt. Also, Lemironko-Fertigung. Ich hoffe es doch. Bitte. Eine massenhaft verschickte Unternehmensmitteilung wartet ungelesen auf dem Terminal. Sie ist voller hoher Zahlen und scheinbar beeindruckender Gewinnmargen. Der Ton wirkt zufrieden und dankbar. Am Fuß kann der Angestellte zwischen einem von zwei Bildern wählen. Einem Bankkonto von galaktischen Units oder einem vollen Laderaum. Was? Oh nee. Belohnung. Units. Ich will einen Laderaum. Also Schiffsladeraum wählen. Betriebsbereichen, Einrichtungen. Ja, super. Neues Produktrezept. Okay, es hat wieder nicht sollen sein. Wenigstens war es diesmal von Erfolg gekrönt. Und es war kein Schuss in den Ofen. Aber so richtig zufrieden bin ich ja trotzdem nicht. Nächster Versuch. Wir geben nicht auf. Ja, hier gibt es Energie, ich weiß. Ich habe aber, glaube ich, genug. So. Attacke. Mann, das muss doch mal was werden. Eine vernünftige Operationszentrale mit einem vernünftigen Rezept. Ich brauche doch nur eins. Ein einziges Atlas V2 Rezept oder ein Atlas V3 Rezept. Wäre doch gut. Hätte ich nichts dagegen. Aber so richtig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Es wird das schon finden. Geben. Finden. Ah! Wortfindungsstörung V2. Da! Ja! Lande! Sofort! Und wie, du zeigst das gleiche Ding nochmal an. Dreh durch! Werfe ich das Spiel digital gegen die Wand? Weil ich habe es ja als Download gekauft. So, jetzt Überbrückungsschip herstellen. Ressourcen sind ja noch genügend vorhanden. Da. So, jetzt rein in die Bude. Los, Scanner. Scan für mich. Kolonialer Außenposten. Wie immer. Das muss doch mal was werden. Menschenskinder. Operationszentrale. Hallo, fliegende Viecher. Euch scanne ich gleich mal. Wo seid ihr? Da oben. Das war ja auch witzig. Also, was heißt witzig? Das war ja auch ein Bug. Als man am Anfang die fliegenden Kreaturen nicht nicht scannen konnte. Dadurch konnte ich einige Planeten auf 100% nicht abschließen. Und hab's dann irgendwann gelassen. Also ich habe, wie gesagt, immer noch keinen Planeten auf 100%. Vielleicht nehme ich das nochmal in Angriff. Weiß ich noch nicht. Mal sehen. So. Sieht schwer nach der Richtung aus, aus der wir hergekommen sind. Dann muss ich weinen. Weinen! Bitterlich! Bitterliche Tränen. Was sind das hier unten? Oh, nee. Über das Ding sind wir auf jeden Fall nicht drüber geflogen. Da hätte ich mich dran erinnert. So, Eingang ist auf der anderen Seite. Egal. Wir machen jetzt trotzdem erstmal den Checkpoint. Weil ich irgendwie das Gefühl habe... Hier sieht ja alles gleich aus. Naja. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wenn man diesen Punkt hier mit Ziel erreicht, nicht entdeckt... Erwin Flachland? Hieß das eben auch Erwin? Nee. Ah, von mir entdeckt. Oh, sehr gut.
Also es ist ein neues. Okay, da sind gleich Tiere. Dich scanne ich! Junge! Bleib stehen! So, okay. Hab dich gescannt. Falsche Seite. Wir müssen, glaube ich, da hinten hin. Ach, da laufen schon wieder die giftigen Abfälle raus. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ne. Wie? Ne. Das ist die gleiche Operationszentrale wieder. Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Gibt es auf jedem Planeten nur eine einzige Operationszentrale? Moment. Moment. Wir suchen noch ein so ein Ding. Das will ich jetzt wissen. Es kann nicht auf jedem Planeten nur eine Operationszentrale geben. Das wäre ja ultra schlecht. Och nee, das ist doch... Oh Mann, ey. Ich suche die orangenen Strahlen. Orangene Strahlen, zeigt euch. Und dann gucke ich genau in die Richtung. Beziehungsweise ich kann ja auch das Schiff in diese Richtung parken. Und daraus werde ich dann erkennen, da ist es. Daraus will ich dann... Ah, nein. Ich wollte doch das Schiff parken in die Richtung. Egal. So, jetzt gucke ich erstmal hier. Genau, was gibt's denn hier? Trümmer. Trümmerfrauen! So. Eine Warpzelle herstellen. Die können wir gleich erstmal in den Warp-Antrieb laden. Warp Hyperdrive. 1, 2, 3, 4. So, haben wir immer noch 3 übrig. Okay. Dann jetzt, wo ist die Richtung, aus der wir gekommen... Ach, das sehe ich jetzt gar nicht mehr. Doch, aus dieser Richtung sind wir ja gekommen. Ach, stimmt, da. So, wo ist denn hier jetzt das Signal? Ach, hier. Gut. Theoretisch müsste ja, wenn ich gerade geflogen bin, die Operationszentrale genau hinter mir liegen. Oh Gott, hoffentlich ist das so. Ey, zeig mir jetzt so eine andere. Das gibt's doch nicht, dass es auf jedem Planeten nur eine gibt. Los jetzt. Ich will nicht die da hinten. Koloniale Außenposten, please. Nein, es ist wieder die... Nee, es ist eine Fabrik. Ich will aber keine Fabrik. So, also, probieren wir das andere Ding gleich jetzt aus. Nächsten Überbrückungschip. Nochmal. Ja, ich weiß. 112 Grad, macht mir nichts aus. Sind doch nur 112 Grad. Koloniale Außenposten, los jetzt. Zeig's mir. Noch eine Fabrik. Ich will keine Fabrik. Ich will einen kolonialen Außenposten. Quatsch, eine Operationszentrale. Bau jetzt noch ein Überbrückungsschip. Los. Ja, ich weiß. Das Schild sinkt. Die Frisur hält. Kolonialer Außenposten, los. Wenn ich hier alle Fabriken ausräuchern muss. Da. Wieder eine Fabrik. Der zeigt nur die. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Neues Produktrezept verfügbar. Sollten wir doch nochmal in so eine Fabrik fliegen? Ich weiß es nicht. Egal. Ich probiere es aus. Ist ja egal. Komm. Auch diese Fabrik will besucht werden. Wenn da schon keiner mehr arbeitet, dann brechen wir wenigstens ein. Ach komm. Vielleicht gibt's auch in der Fabrik dann V3. Also Atlas, Pass. Was ist denn da unten? Ach so. Nee. Weiter. Ach, so was Merkwürdiges. Das verstehe ich aber auch nicht. Da müsste ich ja theoretisch dann in ein System springen. Und dort auf jedem Planeten nur diese eine Operationsbasis finden, dann zum nächsten. Falls ihr da andere Erfahrungen habt, sagt mir mal Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Muss ich das nochmal voranbringen? Ich will diese Pässe. Los geht's! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ja, genau, 1393, 738. Flieg doch einfach nur zu der Fabrik. Sehr gut. Landen. Okay. Ich werde jetzt nicht dorthin fliegen.
nicht dort rangehen, weil dann weiß ich ja fürs nächste Mal, dass ich dort schon. Ah, Ziel erreicht. Dass ich dort schon war. Okay, ab auf die Tür geschossen. Ja, ich weiß, Drohnen. Drohnen. Gar keine Drohnen da. Doch, da schießt sie doch schon. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da. Kriegt man übrigens unheimlich Titan vom Abschießen dieser Drohnen. Und das kann man schön verkaufen. Jo, schön wieder verbuggt. Multi-Werkzeug gibt es eh nichts Neues. So, jetzt hier. Itishio-Depot. Gucken wir uns das mal an. Hoffentlich versteht man die Sprache genug. Eine Warnanzeige zeigt einen Energiekern, der von innen überansprucht wird. Seltsame Symbole pulsieren eindringlich. Das ist ein nukleares System. Äußerst schlechte Nachrichten. Fusion, Strahlung. Strahlungsdämpfungsfeld aktivieren. Zack. Hat funktioniert. Fusionsbruch wurde gestoppt. Produktion läuft wieder normal. Rezept für Elektronendampf. Super, kennen wir schon. Danke. Herzlichen Schrank. Shitty. So. Okay. Starten. Gummi. Stopp. Startschubdüse. Aufladen. Hier haben wir noch ein bisschen Plutonium. Gummi. Gummi. Ab in die Fabrik. Ach, es ist doch doof. Aber egal. Ich will nicht die ganze Zeit fluchen. Wir werden es schon hinkriegen. Irgendwann wird auch unser blindes Huhn ein Korn finden. Und es wird ein Atlas Korn V2 sein. Okay, ja, ich hab's geschnallt. Jo, wir können ruhig hinfliegen. Flieg hin. Ah, da gibt's auch noch einen Monolithen da unten. Oh, flieg doch hin! Junge! Was ist denn nur los? Ist irgendwas kaputt? Ist irgendwie mein Antrieb im Arsch oder? Ist doch alles okay. Oh Mann. So, raus hier. Das Wort suchen. Ich suche das Wort. Okay. Wissenstein. Zack, bumm, Bezauberung. Ja. Ich würde gern auch diese kleine Fabrik bezaubern. Ich finde die bezaubernd. Auch 130 Schuss nur noch. Blitzwerfer. Den müssen wir mal ein bisschen pimpen. Okay, los geht's. Tür aufschießen. Ja, welche Verstärkung. Geht klar. Schieß das Ding auf. Okay, Tür ist auf. Ist zwar unsichtbar, aber egal. Wir können sie trotzdem wegballern. Da seht ihr's. Titan. Wir jetzt auch schon jede Menge gefunden haben. Oh, wir können mal alle drei wegschießen. Wow. Großartig. Ja, hier gibt es natürlich auch immer mal Rezepte in den Trümmern. Nicht vergessen, falls ihr die nicht habt. Und manchmal kommen auch Neutrino-Module raus. So, das haben wir schon. Dann ab an die Fabrik. Ab ans Fließband. Blakimi-Kavi-Depot. Das Terminal überwacht die Verwendung der Elemente. Ich kann regeln, wie viel Oxid aus den Ressourcenfächern in die Produktionssysteme fließt. Warnlichter blinken und ein Timer tickt. Oxid-Strahlung. Keine Ahnung. Beibehalten, erhöhen, drastisch erhöhen. Was könnte das heißen? Oxid? Polarrupten, ja, Strahlung. Beibehalten. Ich würde sagen, beibehalten. Jo, war es natürlich nicht. Das System stellt die Produktion ein. Jo, großartig. Wieder versagt. Shit, das gibt's doch nicht. Könnt natürlich nochmal laden, aber dann, das wird wahrscheinlich wieder den Bug auslösen. Nicht wahr? So, dann nächster Versuch. In den Weltraum zum nächsten Planeten fliegen, dort die Operationszentrale suchen. Oh, das ist doch alles nicht wahr. Das ist doch alles nicht wahr.
So, der ist unentdeckt. Genau, also in diese Richtung. Zweiundvierzig Sekunden noch. Ach Gott. Los jetzt, bitte. Lass dort eine vernünftige Operationszentrale sein und dann ist alles gut. Dann habe ich ja nichts mehr dagegen und alles ist schön. So. Meinus Koblisbak. Könnten nebenbei mal wieder ein bisschen was hochladen in das Netzwerk. Gibt ein paar Credits. Auch wenn wir die jetzt nicht brauchen. Ich habe, glaube ich, 1,6 Millionen. Reicht erstmal. So, los jetzt. Absturz auf dem Planeten. Sofort runter hier. Könnte mal scannen. Minuskop-Dingsbums. Sieht relativ karg aus. Ah, da kommen ein paar Pflanzen. Aber so richtig ist hier auch nicht. So, müssen wir uns mal bremsen. Okay, scannen. Da oben ist schon was. Dann geht's dahin. 12 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gibt's da einen orangen Strahl? Nose. Also weiter. Scannen. Dauert ein nächstes. Ah, hier. Oh, hier. Sehr gut. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Nö. Aber da gibt es doch garantiert so ein orangenes Teil hier. Mal langsam rumdrehen. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick keins. Okay. Dann da runterfliegen. Hallo, wer bist du denn? Da sehe ich irgendwie gar nichts. Da ist zwar Energie ohne Ende, aber nicht wirklich was zu sehen. Los, scan. Scanner wird aufgeladen. Dann lade schneller auf. Scan! Da, 34 Sekunden. Zünden wir dahin. Sieht alles sehr karg aus hier. Ne, da sind nur ein paar Container. Da kann man Titan rausholen, wenn man die zerstört. Da ist das nächste. Ah, da, 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 landen. Oh nö, nicht in der Grube. Och nö. Giftiges Gas. Irks. Ich krieg keine Luft. So, los jetzt. Überbrückungsschip bauen. Ihr kennt die Prozedur. Okay. So, jetzt. Hier. Kolonialer Außenposten. Such mir die Operationszentrale. Such. Fabrik entdeckt. Nee, ich will keine Fabrik. Operationszentrale ist das Ziel. Oh Gott, was ist denn das? Sehen aggressiv aus. Temperament, Vorsicht, Weidekreatur. Na gut. Ich hatte auch schon einen Planeten, da waren solche Tentakelviecher aggressiv. Na egal. So, hier gibt es noch eine Technologie. Ist aber wahrscheinlich eh nur, kennen wir alles schon. Dann also hier. Ups. Nochmal zum kolonialen Außenposten. Ja. Nein, wieder eine Fabrik. Dann noch einbauen. Komm schon. Ich brauche eine Operationszentrale. Ich dächte, es ist in der Operationszentrale. Hallo? Ja. Neues Produktrezept verfügbar. Ja, wenn es nur neu wäre. Wenn ich so einen alten Krams herstellen würde, den wir schon kennen. Fabrik entdeckt. Noch eine Fabrik. Ist doch nicht wahr. Ich möchte doch aber eine Operationszentrale haben. Also noch einen herstellen. Vielleicht ist es auch in der Fabrik, aber ich dächte, es ist in einer Operationszentrale. Hier wird doch eine sein in der Nähe. Mensch, jetzt Kinder.
Probieren wir es nochmal halb um den Planeten. Ah, sehr gut. Das ist ja alles in der Nähe da hinten. Wow. Voll die, das Industriegebiet. Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn mein Schiff? Hilfe. Ach da. Extreme Toxizität. Uiuiuiui. Ja, das steht auch extrem. Schnell in das Schiff. Gut, dass der Lack hält. Jetzt wäre hier gleich alles im Eimer. So, gucken wir mal. Operationszentrale ist links das. Ankunft in 33 Sekunden. Gut. Ja, meine Damen und Herren, schauen Sie bitte aus dem Fenster. Links sehen Sie Felsen und rechts sehen Sie eine Ebene. Sonst sehen Sie leider nichts. Auf diesem Planeten gibt es nicht so viel zu sehen. Da kommen wir doch eigentlich her. Cool. Hm, egal. Hier auf diesem Planeten waren wir noch nicht. Diese Operationszentrale. Oi, oi, oi. Sieht die groß aus? Oh nee, ein Sturm auch noch. Auch noch ein Sturm. Ach, diesen Planeten. Was ist denn nur mit dem Antrieb los? Hey, das haben die doch extra eingebaut. Damit man nicht hier, weiß ich nicht, was machen kann. Und hier rumworben. Egal. Wir müssen trotz Sturm raus. Ich weiß, es ist hart. Das Leben ist hart. So, speichern wir erstmal. Die Ebenen von Tahat. So. Geht's gleich los. Gleich auf die Tür. So, nachladen. Und dann gehen wir auch gleich rein. Damit wir jetzt erst gar nicht lange hier rumkämpfen müssen. Sehr gut. Und rein in die Bude. Guten Tag. Was haben Sie versteckt? Ey, haut ab. Ach so, ich kann ja von hier drin nicht schießen. Okay, jetzt. Ja, irgendein Depot. Mit unlesbarem Rauschen bedeckt. Lediglich ein paar Textfetzen sind zu erkennen. Hoffentlich reicht es aus, um herauszufinden, woran der bisherige Nutzer gearbeitet hat und womit das System wiederhergestellt werden könnte. Interstellar Raumschiff. Interstellar Raumschiff. Dann wahrscheinlich Hyperantrieb. Ja, gut. System ist reaktiviert. Und wir kriegen Warp-Reaktor Tau. Alter Schwede. Geil. Das ist ja auch nicht schlecht. Der Hyperantrieb profitiert von hochentwickelter Fusionstechnologie, die dem Raumschiff höhere Warp-Geschwindigkeiten und Intensitäten ermöglicht. Das Schiff des Nutzers kann tiefer in den Weltraum springen und weiter entfernte Planetensysteme einfliegen. Die Warp-Kernleistung wurde gedrosselt, um eine sichere Kernschmelze, unkontrollierte Tamium-9-Fusion und Tod zu vermeiden. Es wird empfohlen, dass der Nutzer über die galaktische Karte auf die Hyperantriebssysteme zugreift. Cool! Das ist ja geil! Zwei dynamische Resonatoren, 600 Nickel, 800 Aluminium. Alter Schwede! Das muss ich mir jetzt erstmal alles zusammensammeln. Das hat sich aber gelohnt. Da freue ich mich. Bis jetzt kann ich ja maximal 299 oder 300 Lichtjahre weit springen und mit dem wahrscheinlich mehr. Yes! Aber ganz schön viel zu sammeln. Nickel gibt's von selten auf Planeten, meistens aus irgendwelchen Asteroiden, Aluminium auch aus Asteroiden, manchmal aber auch auf Planeten von Kristallen und solchen Säulen. Und dynamische Resonatoren kann ich entweder herstellen, habe ich glaube ich das Rezept schon, oder ich kaufe sie für, weiß ich nicht, was sie kosten, 2000 pro Stück. Keine Ahnung. Oh, das ist ja geil. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Yippie! So, brauche ich noch irgendwie Energie? Oh ja. Oh ja. Kaum noch Energie. Da müssen wir schnell ein bisschen abbauen hier. Im extremen Sturm. Übelst lebensfeindliche Planeten hier. Das wird noch so ein Ding. Also wenn irgendwann unsere Wissenschaft und unser Weltraumflug auf der Erde so weit vorangeschritten ist, dass wir auch mit Astronauten, beziehungsweise Aluminium ist das, schade, dass wir auch mit Anzügen, beziehungsweise gut. Warum auch immer ich jetzt nicht sterbe, das könnte aber dieses neue System sein, was ich da eingebaut hatte. Ja, das
Das muss ein unheimliches Abenteuer sein. Wenn dann, wenn man dann selber auf andere Planeten. Hallo, greifst du mal bitte nicht mein Raumschiff an? Ey, kriegst gleich einen Laser vom Kopf. Ja, wie das sein muss, dann auf so andere Planeten zu kommen und dann, dort irgendwelche außerirdischen Lebensformen zu finden, das ist doch bestimmt super geil. Gut, gefährlich, garantiert, weil, wenn ihr euch mal anguckt, wie die Raumanzüge im Moment aussehen, beziehungsweise was die abhalten, also das Einzige, was sie doch abhalten, ist ein bisschen Strahlung und weiß ich auch nicht, und ein bisschen Kälte. Und sonst weiß ich auch nicht, wenn da so ein Außerirdischer kommt und zu einem Astronauten und haut ihm eine auf den Deckel, da ist doch Ruhe. Gut. Gehen wir mal davon aus, dass auf dem Planeten, wo wir vielleicht als erstes landen, vielleicht auf dem Mars, es Lebensformen gibt, die jetzt nicht andere auf den Deckel hauen. Sondern eher irgendwie mikroskopischer Art. Dann hilft das Ding schon. Ah, das wird auch noch, das wird das nächste Abenteuer der Menschheit auf dem Mars zu landen erstmal, überhaupt mit Personen und dort dann vielleicht eine Kolonie zu erstellen. Aber was ich ganz schön erschreckend finde, es gibt ja diese Idee, man kann sich ja melden mit, was weiß ich, bestimmten Qualifikationen. Kann man sich ja melden für, ich weiß nicht, ob das noch so ist, für die erste Kolonialisierung die vom Mars. Und das ist aber original so, dass die NASA gesagt hat, ja, den Rückflug können wir definitiv nicht bestätigen. Das heißt, wenn ihr einmal da seid, seid ihr da. Na? Also, man muss da wahrscheinlich auch sein Testament machen vorher. Und ja, finde ich schon ziemlich erschreckend. Also so weit würde jetzt mein Forscherdrang nicht gehen, dass ich sage, komm, jo, super, erstmal schön in den Weltraum mit der Sicherheit, dass ich auch nicht zurückkomme. Weiß ich nicht, das würde ich nicht machen. So, hier, jetzt ab ins Depot. Ich fühle mich schwer, mein Multiwerkzeug zieht mich runter, mein Helm drückt schwer auf meine Schultern. Nicht nur ich bin betroffen, die Produktionsprozesse spielen verrückt. Bob, 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 irgendwas ist niedrig. Schwerkraftstabilisatoren neu starten. Ja, genau, das hört sich gut an. Das war's auch nicht. System bleibt außer Betrieb. Yippie yay. Mist gebaut. Schade. Oh, da ist schon wieder ein Strom. Mist, die Kack. Kacki Mist. So, schnell ins Schiff. Und starten. Und wir fliegen noch zur letzten Fabrik. Vorher noch ein bisschen Energie in die Startschubdüse. Und zwar hier. Das ist wahrscheinlich die aus dem Raumschiff. Egal. So, hier, Fabrik links. Feuer. Ja, wie gesagt, das der Mars, das wird das. Also wenn uns nicht die Außerirdischen schon besucht haben, beziehungsweise jetzt irgendwann in nächster Zeit mal das veröffentlicht wird oder uns mal wirklich jemand so öffentlich besucht von intelligenten Lebensformen, wird der Mars die nächste große, also der nächste große Meilenstein, denke ich. Jetzt müssen sie ja nur ein bisschen leistungsfähigere Antriebe noch finden, dass wir auch in einem Leben mal irgendwo hinfliegen können. War ich jetzt nicht in der anderen Fabrik schon? Ja. Nee, doch. Och, weiß ich nicht mehr. Oh, Mist. Nein. Tut mir leid, dass ich das immer vergesse, aber ich bin irgendwie beim Spielen immer so aufgeregt, dass ich viele Sachen einfach vergesse. Habt ihr ja sicherlich schon mitbekommen. Ja. Und deswegen werden wir das Ding einfach nochmal erforschen. Yippie! Cool, oder? Also in der Operationszentrale waren wir ja schon. So, hier Fabrik. Komm schon. Oh, dieser Antrieb. Was haben die denn da nur gebaut? Was soll denn das nur?
Kann ich mich jedes Mal wieder neu drüber aufregen. Ja, lande doch. Ach nee, stimmt. Wir waren in der zweiten Fabrik noch nicht. Gut, 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 gut. Dann werden wir die jetzt auch noch schnell öffnen. Wie so eine Konservendose. Auch wenn man Konservendosen nicht mit einem Blitzwerfer bzw. Plasmastrahler oder sonst was öffnet. Könnte man mal probieren. Ist wahrscheinlich der Inhalt gleich geröstet oder zerstört. Weiß ich nicht. Okay. So, jetzt hier. Ab ins Depot. Das Terminal läuft nicht mit proprietärem Code. Möglicherweise ist es illegal und leert Ressourcenfächer mit seltenem Silikat. Ich könnte den ursprünglichen Zweck der Einrichtung wieder einstellen, aber ich könnte auch herausfinden, wozu sie Systemübernahme dient. Chrysonit haben wir eh nicht. Kann ich jetzt auch nicht besorgen, also muss ich das System wiederherstellen. Das System startet neu und belohnt mich. Wir können eine Karitplatte. Super! Ja, die können wir schon von Anfang an. Vielen, vielen Dank für dieses super Bauplan-Dingsbums. Es freut mich ungemein. Ich bin absolut begeistert. Tja. Gut. Ich denke mal, das war's für diese Folge. Ich lade nochmal schnell den Krams hier hoch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer. Und ich hoffe... Also ich werde jetzt erstmal... Quatsch. Hier. Ich werde jetzt erstmal hier diesen Warp-Reaktor Sigma aktualisieren zu einem... Wo haben wir ihn? Warp-Reaktor Tau. Da ist er. Genau. Den. So. Ach, Aluminium. Sehr gut. Das gibt's ja hier schon. Gut. Dann sammle ich noch 800 Aluminium. Oh, Mann. Ja, und 600 Nickel, das werde ich mir irgendwo aus einem Asteroiden rauskloppen. Und die Resonatoren will ich mir entweder kaufen oder herstellen. Gut. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Auf Interstellar Tours. Euer Captain Roman verabschiedet sich von euch. Ich hoffe, ihr seid nächste Runde wieder dabei. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.